Also, dann sind wir ready. So, herzlich willkommen zu unserer Koop-Meisterschaft. Wir haben natürlich bisher noch gar nichts gespielt. Wir spielen jetzt Eine Australien. Wiederholung? Déjà-vu. Ein Déjà-vu haben wir jetzt wieder, Ja, genau. gell? Nee, was meinst du mit Déjà-vu? Auf YouTube sieht man hier doch gar nichts. Wir fangen jetzt hier frisch an unsere Koop-Meisterschaft in Australien. Passend zum heutigen Ja, wir Cosplay. hatten nur Gott. Nee, Wir hatten nur Gott. nö, ich kann mich an nichts erinnern. Ach so, okay. Okay, lass mal das mal so. Hatten wir das nicht irgendwie vor ein paar Ich habe das Gefühl, ich Minuten? könnte so eine 1,30 jetzt schaffen. Das ist aber nur so ein Gefühl irgendwie. Ja, manchmal hat man das, gell? Aber man will ja doch besser werden dann. Oh, jetzt regnet es. So. Oh. Oh, Allwetterreifen brauchen wir rein. Nass. Das ist natürlich blöd. Regenreifen oder Intermediates? Er macht standardmäßig Regenreifen. Die sind halt sehr langsam. Ja, Regen, ja, ist halt Regen. Lass mal es lieber so. Ja. Nehmen wir die Pirelli. Gib dir nur Pirelli. Nur. Achso, sind die Hauptsponsor oder was von der Reihe, also von allgemein. Also wir dürfen alle nur die Pirelli fahren, oder wie? Ja, genau. Oh Oh, Gott, das ich ist bin ja direkt raus, glaube ich. brutal. Das wird Ja, nichts ich auch. wiederholen. Ne? Boah, das wird ja hart werden jetzt. Die werden uns alle wegfahren, glaub mir. 21, 22 ist der Platz, sicher. Nee, wir fahren uns da schon Ja, ein. das Es ist muss ein ja nicht sein, dass Spaß. es beim Rennen dann auch so schlechtes Wetter ist. Die wollen es halt ein bisschen spannender machen. Genau. Split. Oh nein. Nein, das wird nichts sein. Auch nicht. Das ist jetzt schade. Jetzt haben wir die Sonne gehabt, schön. Wirklich. Wo ist es am schlimmsten? In Shanghai, gell? Da ist es richtig schlimm zum Fahren, oder? Boah, ey, du fährst ja nur ein bisschen, da rutscht ja voll raus aus der Ja, Bahn. überhaupt keine Wo ich Bremse haben. gerade auch. Nein, Man muss so früh gar nicht. bremsen. Ah, ich verpasse immer den Bremsprung. Muss viel, viel früher bremsen, ey. Also Machen wir diesmal die letzte Reihe Rekordrunde dicht halt. Zumindest sind wir in einer Reihe dann. werden wir jetzt. Schnellste Runde Okay, heute, ja. 1,51, 42 habe ich. Jetzt sehe ich hier gerade Alles ins schon Ziel drüben. kommen. Okay. Ah, fünfter noch. Ja, Mal gucken. Hier. 22. Ah. Wie immer. Ja, hier geht es echt wirklich um Tausendstel Sekunden. Ja. Ja, übrigens, wer noch dazugekommen ist, kann ja gerne bei uns im Multistream dazuschauen. Auf xtgamer.de/live oder auf konsolenportal.com/konsolenportal-kanal. Genau, viel Spaß dabei. Warten auf Spieler. Ja, jetzt geht's weiter. So, viel Spaß mit dem Rennen. Viel Glück dir. Ja, danke Wir dir werden auch. uns schon nach vorne pushen. Na, ich hoffe es jetzt, oder? Ich gebe mein Bestes. Versuch's zumindest. Aber die hauen einen wieder so raus wie vorher. Ja, man muss immer Also Abstand halten vor ganz. denen. Ja, wenn man da durch will. Okay, zumindest kein Regen angesagt. Bleiben wir Oh, bei unserer trocken. Strategie. Also leicht nass. Okay, diesmal nicht zu früh starten. Sieht gut aus. Bist du auch gut weggekommen? Ja, ich bin gut weggekommen.
Alarm S, wir haben S ist. Nein, nein, nein. Vorne haben auch alle SS. Boah, jetzt, boah, die stoppen alle jetzt da. Boah, da kann ich jetzt durch. Oh, sehr gut. Sehr gut, die sind alle da irgendwie aufeinander wie. Ah! Fuck. Auf. Voll gegen die Mauer. Wie viel da bist du gerade? Oh, Unerlaub ist wieder geworden. Ja, jetzt fahren sie nicht vorbei. Krieg die Strafe. Nein, 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 nein. Oh, da, da, da. Also, ich bin gerade anscheinend 4.13. Bin ich gerade, du? Ich bin Vierter. Die sind zwar nicht sehr schnell, aber sie bleiben immer auf der Ideallinie, man kann es schnell überholen. Ja, genau. Aber besser ist es wie letzter, gell? Ja. Dann weiß man nichts, was man davon hat. Ein bisschen Aufholmanöver zeigen, aber es geht irgendwie auch. Oh, da betteln sich die zwei Ferraris vorne. Battle und Raikön Rad an Rad. Ja. Große Zinkenspieler sind. Ja. Oh. Weißt du noch früher, wo der Schuhmacher gewartet hat vor der Linie, damit der andere da durchfahren kann, war sein Kollege. Da hat er auch die fette Strafe bekommen noch. Oder wer war das? Oh, Hultenberg hat mir aufgeholt. So, Raikön habe ich schon mal kassiert. Als nächstes ist Vettel dran. Boah, schnellste Runde, Vettel. Ich habe ihn kassiert. Yes. Jetzt bin ich 16. Oh, sauber. Hol noch ein paar Punkte ab. 10. gibt's ja Punkte. Ah, ja. Ich soll, gibt mein Bestes. Vor allem, wenn man hier in die Kurve kommt. Das ist zwar schade, aber... Boah. Man muss erstmal das kennenlernen hier, dass die Kurven, weil das Münzen mit Absicht gemacht hat. Sonst wäre es ja kein Formel 1. Schönste Strecke ist einmal Hockenheimring. Meine Lieblingsstrecke ist Singapur. Ja, okay. Kann ich eigentlich so mit am besten. In Kanada. Welche war jetzt die letzte Strecke, die was erbaut worden ist? Ich glaube USA vielleicht. Oder Mexiko haben das jetzt auch. Mexiko, ja. Singapur war ja jetzt vor ein paar Jahren, das gehört dann so richtig strikt aufgebaut. Oh, die gibt's schon. Oh, das ist. Glückwunsch zu der 1.23. Ah, danke. Wird schon noch ein bisschen schneller werden. Du bleibst immer auf der Ideallinie, gell? Meistens halt, ja. DSS aktiviert in der Runde 3. Wobei ich es ja nur in die Kurven sehe. Das habe ich so eingestellt. Ah, achso. Boah, jetzt bin ich Zeitstrafe bestimmt. Der Abkürzung. 3 Sekunden, ja, super toll. Ja, super. Ruhig, ruhig. Ah, super. 3 Sekunden, ja. Das ist hart, gell? Formel 1. Ja. Boah. Das heißt, 3 Plätze habe ich. Ein Platz für mich. Aber so lernt man es auch richtig. Dann kann man Schluss. Könnte die 1.30 knacken, eventuell. So. Oh, 1.31. Mal sehen, ob ich jemanden überrunden werde. Bis erst die 4. Runde. Ja, ja, stimmt. Du bist jetzt 16. Ja, ein
Ja, das passt ja. Wenn du dich stetig nach vorne arbeitest, ist ja noch viel mehr Zeit. Ja, klar. Aber die sind zu weit vorne, ich schaff das gar nicht mehr. Aus hier vorne raus. 7,4 Sekunden zum nächsten, ey, boah. Das wird ein bisschen hart werden. Ich muss nächste Runde dann in die Box fahren. Echt? Hat er bei mir noch gar nicht angezeigt. Ja, ja, das ist schon. Boah, ich bin 4 Sekunden besser jetzt schon. Für 1000, 400 ziehen sie. Jetzt hole ich schon wieder Plus rein. Ne? Ja, ich auch. 15. Aber er zeigt immer rot an, wenn man zu schnell ist. Sobald man wieder gut besser dran ist, dann bleibt er auch grün. Nein, die Kurve hier ist echt nervig. Ja. Frage jetzt hat. Achso, Benzin gemischt noch da. Okay. Ja, beim Benzin gemischt kann man, wenn man dann auf der Geraden ist, kann man es auf maximal stellen, ist man ein bisschen schneller. Achso. Aber müssen wir ständig umschalten. Das ist mir jetzt gerade ein bisschen zu stressig. Ich komme auch so ein bisschen zurecht. Ja, ich auch. Ich glaube, 20 Sekunden bin ich jetzt vorne. Achso, okay, ist schon mal gut. Oh, oh. Nein. Boah. Jetzt habe ich sie aufgehört, weil ich den an die Wand gefahren habe. Also nicht mein Auto, sondern den anderen. Ist immer besser dran, ja. Ja, aber die Reifen nutzen sich schon so ab, also schneller wird's glaube ich nicht mehr. Ja. Im letzten Rennen hatte ich in der ersten Runde ja 1,30, aber da. Aber es reicht okay. Nicht. Wäre cool, wenn man dann nach jedem Rennen so Interviews noch machen könnte. Zum Beispiel seinen Co-Partner dann loben könnte und so. Ja. Also Sponsorenverträge ja, so und sowas, das wäre ganz cool. Ja. Da kriegt man ja auch, gell? Gibt's ja wahrscheinlich auch Karrieremodus, ne? Ich hab den nicht. Ja, bestimmt. Bestimmt. Oh, bei mir vibriert schon der Controller richtig, weil die Reifen so abgenutzt sind. Das ist nicht so. Ist. Sind bei 50% Abnutzung. Oh. Und weißt du was, ich bin 50 Sekunden hinter dir, gell? Hat er gerade durchgesagt, ja, zu deinem Teamkollege sind es 50 Sekunden. Ja. Dann bist du 25 Sekunden hinter Vettel, weil ich bin 25 Sekunden vor ihm. Ja, dann ist er genau in der Mitte zwischen uns beiden. Es sind nur dann noch 15 Autos dazwischen. Oder 14. Okay, jetzt sagt er mir, so in die Box kommen. Teamkollege ist in der Boxengasse. Ich glaube 25 Sekunden ist auch ungefähr so ein Boxenstopp insgesamt. Könnte vielleicht erster bleiben. Komm, wir drauf fahren. Super schneller Stop, 2,5 Sekunden. Oh, dann ist der gleich wieder draußen. Unsere Crew ist halt einfach ein Traum. Die machen wir schon. Jetzt habe ich schon wieder zwei vorne, ist schon mal gut.
Diese Kurve hier, die ganze geschnittene da vor Boxenstopp, oh, die ja. ist echt der. Oh, Boxenstoppfenster ist jetzt offen. Man muss ja nicht gleich zu Beginn fahren. Aber ich habe gemerkt, meine Reifen waren schon ziemlich warm. Berlin habe ich vor mir. Und Nasra. Nein, nein, bitte nicht jetzt schon wieder. Nein. Oh, jetzt hat er noch. Ich muss ja überholen können. Übrigens, ja. Es macht schon Spaß, Gamecop zu spielen. Oder Multiplayer. Alleine ist immer so ein Alleingang, aber so kann man es mal ein bisschen besser auch zeigen. Ja, die KI ist jetzt auch nicht so die hellste, so. Die fährt immer straight auf einer Linie, gell? Das nervt mich so ein bisschen. Ist auch egal, welchen Schwierigkeitswert du nimmst. Die sind halt einfach irgendwie schneller dann, wenn es höher drehst. Ja. Vielleicht sollten wir Ferrari nehmen. Warum? Ja, vielleicht sind wir dann doch schneller. Nee, die sind ja ausgeglichen, die sind alle gleich schnell. Achso. Zeig nur die Farbe, die anders ist. Okay. Jetzt muss ich aber rein in den Boxenstopp. Achso, ich muss runter die Geschwindigkeit, gell? Nee, macht automatisch, kannst mit Vollgas reinfahren. Okay, ich bin schon drin. Auch wenn sie mich überholen, ich kann ja nichts dagegen machen. 18. Wir haben ja jetzt 19. auch so ein bisschen dadurch, dass wir immer auf Standarddrehzahl fahren, ein bisschen Benzin rausgefahren quasi. Und das können wir am Ende dann nutzen und dann auf Benzin im Schub stellen. Bei mir leuchtet schon wieder Box, warum soll ich denn nochmal die Box? Oh, diese Böschung sollen wir fertig fahren. Ich bin letzter. Cool, ich will einmal, wenn ich aus der Box reinfahre. Ich bin jetzt auch gerade bei Startziel, vielleicht sehen wir uns gleich. Startziel? Ja, ich bin gerade aus der Box raus. Ich bin jetzt in der 19. Ah, ich bin 8. Oh, was ist schnellste, echt? Ich bin so schlecht gefahren gerade. Ah. Ah, es sieht schon toll aus in 60 Frames. Ja. Die Vorgänge habe ich immer auf dem PC gespielt, da bin ich nie auf 60 Frames gekommen, leider. Nicht? Oh. Also ist es ja eigentlich höher dort immer. Ja, aber es ist sehr hardware-intensiv. F1 immer schon. Ich bin froh, dass es endlich mal gute Konsolen gibt. Seit früher war es nur alles pixelig und dies und das. Wir haben gesagt, immer, wann kommt die Zeit endlich, dass wir sowas erleben? Wird wahrscheinlich noch jahrelang dauern, das war echt tatsächlich so. Und jetzt gibt's so alle halbes Jahr eine neue Konsole. Ja, so ungefähr. Cool, man muss sich ja nicht alle holen. Nee, um Gottes Willen. Aber ich hole mir die Xbox Scorpio auf jeden Fall. Bin ich auch am überlegen. Mal schauen, wie leistungsstark sie wirklich wird. Und ob sie es bei den Spielern ja, noch bemerkbar macht. Also, beim Spiel macht sich's nicht bemerkbar, weil jedes Spiel gleich gebrannt wird auf der CD-Race oder Blu-Ray-Disc. Die sind alle gleich, also das ist nur Marketing, was die da gerade raushauen, ja. Aber warum sagen, braucht man sie dann? Vielleicht wollen sie genau gleich stellen mit der Pro oder so, schon mit der PS4. Aber die ist schon eigentlich gut, die Xbox One S. Dass sie dann Spiele, die nur in 30 Frames gehen, auch in 60 Frames darstellen. Das wäre schon cool. Ja, das wird wahrscheinlich das sein dann. Aber ich kann es ja auf der Xbox One S ja auch schon, weißt du? Das ist ja noch nicht mal upskaliert, ey. Du kannst HDR alles einstellen und dann hast du es auch da drinnen, weißt du? Deshalb wundert es mich, warum die das dann so derbe... Vielleicht wollen sie es vergleichen mit der normalen Xbox One. Das oder das ist wie beim 3DS und beim New 3DS, dass es manche Spiele dann wirklich nur auf dem New, also auf der Scorpio gibt. Zum Beispiel Xenoblade Chronicles gab es ja dann nur auf dem New 3DS. Auf dem.
Ja, aber ne, der Zweier kommt ja jetzt halt auch, gell? Ja, das schon. Aber der erste halt. Na, bin ich mal gespannt, weil irgendwie wollen sie es ja raushalten. Im Juni haben wir ja noch 3 Monate bis dahin. Ach, im Juni kommst du schon. Nein, werden sie sie präsentieren. Auf der E3 dann. Ja, genau. Glücklich, wer da ist vor Ort und sich die dann direkt angucken kann. Ja. Nämlich wir berichten live von der E3 dann im Juni. Freue mich schon drauf. Achso, du bist ja da draußen, ja. Da können wir ein paar Skype-Interviews machen und dann zusammen ein bisschen spielen. Ja. Du, also wenn du willst natürlich. Wenn das Hotel WLAN mitmacht. Können wir gern machen, wenn du willst. Weil du auch die Möglichkeit hast natürlich. Also muss man sich da schon registrieren da vorab oder kann man da überall reingehen, wo man will? Oder wie kann man sich das so entweder vorstellen? Registrieren oder man kauft halt ein Ticket für 300 Euro. Oder ab 300 Euro. Achso, und dann kannst du auch wirklich zu den Konferenzen dann, also Pressekonferenzen rein, oder? Das ist halt so ein Showfloor wie auf der Gamescom auch, so Hallen. Achso. Ich denke, es gibt aber auch so für ein Presse? Business Area. Da gibt es glaube ich auch was, ja. Okay. Weiß ich noch nicht alles so genau. Terminiert wird ja noch nicht, das wird irgendwie 2 Wochen vorher sein. Wir übrigens auf der Gamescom werden wir dieses Jahr live streamen, also Patrick, wenn du gerne dabei sein willst, ja, dann werden wir heute, wir werden mal ein bisschen hinter die Kulisse gehen, ja, das heißt praktisch, also wir werden mal zeigen, wie wir als Redaktion unterwegs sind, was wir da machen und so weiter und so fort. Natürlich schauen wir uns auch die Spiele an. Und was halt natürlich live geht, versuchen wir, aber natürlich können wir nicht alles hier live streamen. Das wäre dann zu viel dann des Guten. Und wir versuchen natürlich das Beste für euch rauszuholen. Die ein oder anderen Entwicklerinterviews auch. Ja, genau. Wir werden diesmal mit der Filmkamera auftreten dann dort. Richtig professionell alles machen. So wie es bei XCDM letztes Jahr schon war, nur noch mehr Filme mal. Wir haben ja eigentlich nur ein paar Interviews, Standrundgänge und so Recaps täglich. Diesmal vielleicht noch ein bisschen mehr. Wenn wir mehr Leute sind, also geht es natürlich dann auch. Ja, klar, dann kann man das besser dann miteinander besprechen. Kann man sich abwechseln mit dem Spielen und mit dem Filmen und so weiter. Ja, genau. Okay, jetzt bin ich schon am Überrunden gerade. Ja, ich bin auch jetzt gerade. Irgendwie muss man anfangen, erstmal ein bisschen kämpfen, gell? Und dann am Schluss lassen sie dann ein bisschen nach, so ungefähr. Ja. Okay. Aber ich freue mich. Also, die Gamescom ist auf jeden Fall für mich ein Highlight dieses Jahr. Ich glaube, die werden da auch die Xbox Scorpio vielleicht nochmal präsentieren. Es gibt ja jedes Jahr mehr Premieren auf der Gamescom. Bin gespannt, was sie diesmal draus machen. Vielleicht das neue Star Wars Battlefront 2? Ja, das wird definitiv kommen, ja. Zu dem Star Wars, das die letzten Jedis, ja. Oder letzte Jedi, wie auch immer das jetzt gerade heißt. Kommt ja dieses Jahr, der 8. Teil. Da werden wir bestimmt das Battlefront dann raus und den zweiten mit, sogar mit einem Kampagne-Story-Modus. Ja. Das hat Gefühl, ja. Ja. Und das wollen sie jetzt unbedingt da reinhauen. Hoffentlich nicht zu kurz sein, dass sie sagen, wir haben wenigstens einen drinnen. Das ist ja dann auch wieder blöd. Aber du weißt ja mittlerweile, wie es ist. Und übrigens sind Gerüchte gerade rumgegangen, dass World at War 2 kommen soll dieses Jahr von Call of Duty. Ja. Und Battlefield wurde noch nichts Großartiges bekannt gegeben. Aber da gehen wir davon aus, dass der 5. Teil kommt, weil der 1. Teil ist jetzt vollendet. Das ist oder Hardline. Anfang.
Oder Hardline 2. Oder Hardline 2. Oder ja, Bad Company genau. 3 wäre natürlich am geilsten, finde ich. Boah, das wäre cool, ja, das stimmt allerdings. Ich habe den ersten Bad Company ja verpasst und am zweiten habe ich dann doch mal reingeguckt und dachte mir, ich würde jetzt nicht viel anders sein als die anderen, aber es ist für mich das beste Battlefield gewesen bis jetzt. Ja, stimmt. Oder das Vietnam, ey, boah, das war echt Bombe. Also die haben ja auch gesagt, die wollten ja neues also Call of Duty, ja, wollten sie irgendwas mit Fog of War rausbringen, ja, also ein richtig krasses Game, ja, so was richtig realistisch rüberkommen soll. Aber was die Qualität angeht, muss ich ganz ehrlich sagen, sind beide gut dabei, gell? Call of Duty und Battlefield, aber ja. Die hauen natürlich jetzt halt dadurch, dass die Pro jetzt draußen ist, hat sie noch nicht mal ihre Maximalleistung erhalten von den Spielen. Die ist ja erst so letztes Jahr rausgekommen, kurz vor Weihnachten. Und deshalb werden sie jetzt wahrscheinlich dann auch richtig auf Gas geben. Ja. Wir haben ja auch den Boost-Modus drinnen, dass die alten Games nochmal besser dargestellt werden und die Games hier nochmal im Großen und Ganzen Frames nochmal erhöht werden und so weiter und so fort. Das macht schon viel aus mit der Pro. Aber die lohnt sich wirklich nur für VR oder für 4K. Sonst braucht man sich die wirklich nicht holen. Ich bin mal auf Sony-Exklusivspiele gespannt auf der Pro. Die werden dann natürlich nochmal ein bisschen besser befeuert wahrscheinlich. Glaubst du? Ja. Da kennt sich die Entwickler ja am besten mit der PlayStation-Architektur aus. So zum Beispiel von Naughty Dog. Uncharted. Ja, Guerilla Games hatte jetzt das Horizon Zero Dawn, boah, das war ja gigantisch. Denkst du echt, die kommen aus dem Fernseher raus, so sah das aus. Ja, das sieht echt krass aus. Ja. Viel bessere Gesichtsanimationen als bei Mass Effect Andromeda. Ja, alles perfekt gemacht, ey. Also ich glaube, da haben sie wirklich das Maximum rausgeholt aus der Konsole. Optisch auf jeden Fall. Ich bin's gerade am Durchspielen. Die ersten 5 Stunden sind echt super, aber dann wiederholt sich halt so ein bisschen. Das Ubisoft-Syndrom, obwohl es nicht Ubisoft ist, dass man diese ganze Karte dann abarbeiten müsste. Okay, gewonnen. Erstes Rennen. Oder nicht? Okay. Noch eine Runde. Schade. Zu früh gefreut. Übrigens, der Review kommt nächste Woche bei uns raus von Horizon Zero Dawn. Du kannst ihn euch mal anschauen. Ach, hast du schon durchgespielt? Oder so weit gespielt, dass du es reviewst? Ja, ich habe so weit gespielt, also 90% sind schon fertig. Und ja. Echt, ich habe nur das untere Viertel bis jetzt so aufgedeckt. Okay. Was kommt dann später noch so? Was ich über was? Okay. Ja, ja, besser ist es, dass ich nichts sage. Mann, ich will dich jetzt noch überrunden, warum geht das nicht? Viel zu viele Autos. Achso, Percentage oder was? Ja, klar. Siehst du doch einen gelben Punkt, oder? Auf der Mine. Achso, nee, nicht so direkt. Also ich sehe nur meinen gelben Punkt. Also achso, da hinten jetzt sehe ich dich. Ja, boah, du bist, boah, das ist ja unfair hier. Was ist denn da unfair? Dass du mich überrunden willst. Ja, ich schaffe ich eh nicht mehr. Es sind nur ein paar Kurven jetzt. Ah, jetzt habe ich den Bottas weggecrashed. Hobbitinium. Hafer. Oh nein, 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 bitte nicht, nein! Oh Mann, jetzt kann sein, dass du mich überrundest. Nein, doch, jetzt hast du es geschafft. Super, nee, nee. Toll. Ich bin noch hinter dir. Doch, jetzt hat. Ich hab mich ja auch gecrashed gerade. Nein, nein, nein. Alles gut. Super, toll. Eigener Teampartner, so holt mich. Nee, ich war noch hinter dir, glaube ich, oder? Ja, ich sag ja, holt mich schon. Abstand. Oh, checkered flag. Oh, Flagge. Guck ich da ein bisschen zu. Danke. Okay. Übrigens war der PES Media Cup richtig super diesmal. Ich hab mich richtig gefreut drüber. Hm, freu mich. Bist du relativ weit gekommen, oder? Voll abgekürzt. Mir ist vorbei. Weil die Sekunden schon die Strafen sind und alles. Also kann mich jeder rein, ja. Nächstes Rennen wird besser. Ohne Disqualifizierung dann nächstes Rennen. Ja, das war's jetzt schon hier mit dem ersten großen Preis von Australien. In 2 Wochen geht's weiter in Shanghai. Ich hoffe, ihr seid auch noch dabei.
Ja, und diesmal werde ich dann besser, hoffentlich. Disqualifying. Das ist Vielleicht scheitert. gehen Nee, wir auch aber sehr mal. leicht runter. Aber müssen wir eigentlich nicht. Ich glaube, du bist ganz gut dabei. Ja, das ist nur Übungssache. Ja, Das ist schon genau. alles in Ordnung, so wie es Wir sein können ja ein soll. bisschen üben bis zum nächsten Mal. Ja, klar. Wenn die Zeit da ist, Ja. gerne. Ja. Ja, danke Leute fürs Zugucken. Später um 17 Uhr geht's weiter in 6 Stunden, bei uns zumindest auf XD Gamer Live. Dann schaut's rein, weil es wird bestimmt interessant bei XT Gamer. Ja, ein englischer Und Stream eines japanischen Rollenspiels von einem italienischen Streamer. Das wird spannend. Ich werde im Chat sein. ein Italiener könnte Englisch sprechen, sehr gut. Das kann man doch Klingt sehr sympathisch auf irgendwo. jeden Fall. Kann Ja, ich nur auf jeden empfehlen, Fall. einzuschalten. Ja, stimmt. Nee, ja, okay. Dann, ja. Dann bis in 2 Wochen. Wir sehen uns natürlich noch vorher. Und Danke fürs dann Zugucken, danke ich Leute. euch. Ja, danke schön fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Bis Mal, zum wenn nächsten es Mal. heißt wieder. Und Konsolenportal in F1 2016. Ein schönes Wochenende. Ciao.